ein neuer GTA-RP-Server namens Lucky 5. Aktuell noch in der Alpha. Gucken uns das Ganze heute mal an. Machen wir die Einreise mit. Okay, das war schon mal cool. Da sind wir. Ja, Intro war ja schon mal cool gemacht. Man hatte ja so ein bisschen das Gefühl, man reißt tatsächlich ein. Sehr cool. Und für diese frühe Einreise ist verdammt viel los. Einreisebehörde, mein Name ist Tara Wright und das ist mein Kollege. Entschuldigung, Frühschicht. Ja, wenn Sie doch bitte sich alle in einer Reihe vor mir hinstellen könnten, in einer Schlange, wäre das sehr schön. Eine gerade Schlange. Hey, ich glaube, die sind auch noch nicht wach. Guck mal, wie lange die brauchen. Und da sie bestimmt von längeren Flügen hier gekommen sind, würde ich sie bitten, dass sie einmal, dass wir hier ein bisschen Morgensport machen. Strecken sie sich doch mal schön die Ärmchen aus in die Höhe. Oh. Nom, nom. Ja, schön nach oben. Ja. Ja, der eine, oh, sie haben ja voll Energie in der ersten Reihe. Okay. Oh, ich hab Muskelkater. Okay. Wie Muskelkater? Ja, ich war gestern noch beim Sport, ich hab so Muskelkater. Ja, trotzdem einmal kurz hoch und ja, wo gehen jetzt? Ja, okay. Und ihren Namen zu oh Gott. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Schon okay, ich will nicht, dass du hier deinen Muskeln, keine Ahnung was. Das zwiebelt. Nicht, dass du hier gleich anderes bekommst, keine Ahnung. So, was ist da vorne los? Wenn du noch einmal gegen die Glasscheibe boxst, gibt's hier richtig Ärger. Alles gut, Chef. Ja, bei Ihnen? Schickes T-Shirt hast du, muss ich sagen. Ja. Aber man muss ja immer so ein bisschen versuchen, auf Stand zu bleiben, ohne gleich mit dem dicken Schwarm mitzuschwimmen, ne? Ja, ist wie so eine Schürze, die da vorne raushängt. Nee, das ist so moderner nordfriesischer Tragestil. Ja, hinten rein und vorne raus. Gut. Gut. Ist schick, ist schick. Auch schickes Make-up, muss ich sagen. Ja, danke. Gerne, gerne. Jo, danke schön. Nächste, bitte. Hallo. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wer sind Sie? Mein Name ist Tito Tarit. Tarauch. Hä? Tito Tarit. Ich buchstabiere T-H-A-R-I-D. R-I-D, Entschuldigung. Hatte noch keinen Kaffee. Alles klar. Haben Sie mit Ihren Eltern geschimpft, als Sie den Namen ausgesucht haben? Oh, ich bin bis dato eigentlich ganz zufrieden gewesen damit. Tito. Richtig. Okay. Vorne T, hinten Toe. Aus Friesland. Wo ist das? Das ist eine kleine, ja, ich sag mal, ja, Gemeinde ist eigentlich übertrieben. Das ist so ein Fleckchen in Old Germany.
Wo? Kannst du ein bisschen Abstand halten? Hier ist Diskretion. Ach, der ist ganz schön laut, der Typ. Mensch, der hat dir wohl das Sagen, wa? Ich habe auch das Sagen. Ja, da glaube ich ihn glatt. Da also glaube ich ihn glatt. In Friesland? In Deutschland. Ja, wir haben uns da so ein bisschen abgekapselt. Kennen Sie hier Asterix und Obelix? So den Zaun ums Dorf und so? Nein. Okay. Kann ich nur empfehlen. Ich kann es verstehen, dass Sie sich abkapseln wollen von diesem komischen armen Land. Mhm. Okay, dann hätte ich gerne Ihren Reisepass, Mr. Taret. Jo. Wir können auch wieder ganz normal sein. Bitteschön. Ne? Dankeschön. Ja, so, bitteschön. Jo, vielen Dank. Wollen Sie sich einen Platz machen? Jo, das ging ja fix. Kannst du bitte mal... Nächste bitte. Eigentlich braucht er gar nicht Tyra. So, ihr dürft dann auch schon mal 13F reingehen, bitte. 13F, okay. Da hinten. Da so. Oh Gott, oh Gott. Morgen. Ich bin nicht so der Flieger. Wer will zuerst? Ich gehe ruhig als Letzter, kein Problem. Okay, danke dir. Tja, guten Morgen nochmal. Ja, Mister, setzen Sie sich. Danke, macht er glatt. Der ist schick, ne? Teilbar. Ja. Sir, wie heißen Sie? Taret. Tito Taret. Ach, der komische Name. Aus dem komischen Land. Ja, aus Friesland, genau. Ja. Okay, Herr Taret, was haben Sie dort gemacht? Ich habe als DJ gearbeitet. War recht, gut ausgebucht. Ja, aber irgendwann steht man so ein bisschen auf der Stelle. Ja, immer dasselbe. Wie war Ihr DJ-Name? Tatsächlich DJ Tito. Ganz schlicht und einfach. DJ Tito. Na, gut. Vorne T, hinten Toe. Machst du hier weiter Tito? Mit DJ? Das würde ich gerne. Okay. Ich will mal gucken, ob es... Haben Sie ein paar Tracks bei sich? Nee, aktuell nicht. Die sind alle noch unten im Koffer. Wir haben hier auch keine guten Dinger, keine guten Boxen oder sowas. Wir haben hier nur... Das ist ganz einfach für Computer hier. Ja, und jetzt will ich halt mal so ein bisschen in anderen Gefilden, wie man sagt. Du machst richtig Party, meinst du? Ja, richtig. Wie alt richtig. Bist du? Ich bin 39. Ja, gut. Oh, voll alt. Ansichtssache, ne? Ist gerade Midlife-Crisis, aber so alt auch noch nicht. Was ist eine Midlife-Crisis? Das ist Midlife-Crisis. Wenn man sich eher jünger fühlt, als man ist. Richtig, aber man ist es nicht, sondern ist man schon, keine Ahnung, 60 gefühlt. Okay, ich habe keine Midlife-Crisis. Gut, du bist ja auch noch nicht so alt. Ja. Gut, und sonst, Dings, was ist der Grund, dass du jetzt so gar keinen Bock mehr hattest auf dieses Ostfriesland? Ja, ist eigentlich ganz geil da, ne? Nur das Problem ist halt klein. Ja. Ne, und wenn du dich weiterentwickeln willst, dann musst du irgendwann raus. Musst du groß. Ja, ich habe zwar schon so im europäischen Bereich, so Paris etc., so ein paar Gigs gehabt, auf denen ich aufgelegt habe, aber das war's noch nicht. Okay. Und da habe ich mir gedacht, ich gehe mal über einen großen Teich und guck mal, auf was für Musik die Leute hier so abfahren. Wie die hier Party machen. Was machst du, was hast du dann so generell so für eine Musikrichtung? Also ich bediene ganz gerne so die Bereiche Rock. No, Metal nicht so, das ist nicht so meine Welt. Das ist mir zu hart. Ne, dann halt auch so ganz gerne mal ein bisschen House. Mhm. Schön stampfende Beats dazu. Okay. Ja, aber was so gar nicht geht, ist so Schlager und so ein ganzen. Oh, nein. Yeah. Ey, das geht gar das nicht. Du musst mir einmal anhören müssen hier von einem. Und es war auch schon zu viel des Guten. Oh, hä. Das heißt, ich habe hier Konkurrenz, wa? Ja, denke schon. Wir hatten hier schon ein, zwei, die haben gesagt, die haben richtig was drauf hier. Okay. Wie heißt das, womit man das macht? Das kann man mit einem Turntable zum Beispiel machen, genau, mit zwei Stück Mixer. Genau, bin ich ja mal gespannt. Ja. Wird sich ja relativ schnell wahrscheinlich rumsprechen da drüben. Ja, vor allem, wenn ich hier so Dings, wenn hier einer kommt, der hat das drauf. Naja, deswegen. Ja gut. An Starus, Chef. Sonst, was gibt's Wichtiges über dich zu wissen, ist die Frage. Was gibt's Wichtiges über mich zu wissen? Boah.
Na, wie gesagt, auf Friesland habe ich ja erzählt. Teetrinker. Ich bin Teetrinker. Gibt's hier Tee? Wie gibt's hier Tee? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich. Ne, ich war noch nie in Amerika. Ich muss ja mal nachfragen. Ach so. Na gut. Hier gibt's natürlich Tee. Wir haben genug Tee. Ja, sehr schön. Das hört sich gut an. Was ist Ihr Lieblingstee? Tatsächlich schwarzer Tee mit ein bisschen Zucker und einem Schuss Milch. Oh, das ist sympathisch. Weil, denkst du, Tee, also ich mag Tee auch gerne, aber nicht im Sommer. Aber wenn es kalt ist, ist ein Tee echt angenehm. Oh, ich wollte gerade sagen, so im Sommer einen schönen kalten grünen Tee, leicht gezuckert, auch das geht auch. Geht auch? Okay. Das geht auch. Gut, warum hast du keinen mitgebracht? Hätte ich ja gerne, aber die haben da... Ach so, wegen Flüssigkeiten, ne? Mhm, genau, der Zoll. Ja. Bin ja schon froh, dass ich meine Duschprobe mitnehmen durfte, meine Duschgelprobe. Ja. Na gut, teilweise hast du noch Fragen. Deswegen, wenn das hier so ein bisschen müffelt, müssen Sie entschuldigen, war ein langer Flug. Mir kommt der gescheit vor. Das ist guter DJ auch, glaube ich. Okay. Ja. Alles klar. Gut. Dann kannst du seinen Reisepass nehmen. Gut. Chef. Ja, einmal mit Reisepass, bitteschön. Genau. Alles klar, da gehst du einmal nochmal. Ganz kurz. So. Das du Reisepass wieder und dann. Ja, perfekt, danke. Mit Stempel drauf. Ah, und, so wie. Dann fährst du einmal bitte oder lässt dich mal bitte zur LSPD fahren. Aha. Mit Taxi am besten. Okay. Unter Nummer 444-222. Oh, nicht so schnell. Ja, alles gut. Soll ich ganz alles sagen? Taxi Neumann. Ja. Taxi hatte ich mir tatsächlich schon über ihre Webseite da rausgesucht. Hier Weasel News oder wie das Ding da hieß. Genau, dann hast du ja Nummer schon. Genau, die hatte ich. Achso, das war jetzt die Taxinummer. Mensch. Ja, genau, das ist die Taxinummer. Welche habe ich denn eingespeichert? Moment, bevor ich jetzt hier was Verkehrtes sage. Ich habe gespeichert die 322469. 322469? Ja, so steht die bei Weasel. Bei Weasel? Ja, Quatsch, bei hier. Na, wie heißt eure Zeitung? Weasel, genau. Ja, aber links Taxi Neumann ist Nummer, Ja, dann korrigiere ich die doch glatt. Soweit so, ich weiß. Was war das jetzt? 444? 222. 322? 222. 222. Also dreimal die 4, dreimal die 2. Richtig. Perfekt. Gespeichert. Klein mal draußen. Klein mal anrufen da draußen. Ja, probieren Sie es mal bitte. Mach da glatt. So, und dann zum LSPD, richtig? Oh nee, warte mal ganz kurz. Oh nein. Oha. Es gibt hier die ganze Zeit falsche Nummer durch. Oha. Links Nummer 444-222 ist von Weasel News. Ach, sehen Sie? Ja, das ist nicht so gut. Da haben Sie recht, sage ich Ihnen. Gut, dann, Gut. Ja, dann hätte ich gedacht, dann, Dings. Dann ist das vielleicht doch die 322469. Ja, kann gut sein, ja. Boah, sonst gucke ich gleich nochmal im Internet nach. Problem ist, Sie sind nicht der Erste, dem ich das gegeben habe mit der Nummer. Ja, ich kann ja gleich mal gucken. Sollte ich da draußen gleich jemanden noch sehen, der eventuell versucht, mühselig das Ding zu erreichen, das Taxi. Kann ich mal sagen, du, da ist. Ja, gut, das ist eine gute kleines Missgeschick gut. Passiert. Ja, ich glaube auch. Ist gut. Dann machen Sie das mal bitte. Ja. Okay, also bitte kommen Sie mit, ich zeige Ihnen den Weg. Wo muss ich jetzt hin? LSPD, richtig? LSPD, bitte Akte über Sie schreiben lassen. Okay. Gut. Wunderbar, dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wo ist er hin? Da. So gut, einmal durch Twitter. Kurze Frage noch. Sagen Sie, ja. Der aktuelle Wohnungsmarkt, wie sieht denn der aus? Gut. Ja, das hört sich doch super an. Finden Sie bestimmt was Schickes. Ja, perfekt. Super. Da bedanke ich mich bei Ihnen. Ja, gerne. Tschüss. Bis dann. Huch. Ja, hallo Los Santos. Da sind wir. Da sind wir. So, dann wollen wir erstmal gucken, ob wir ein Taxi kriegen. Nein, irgendwie kann ich nicht. Wieso? Okay, der Hörer lässt sich gerade aktuell nicht auswählen. Versuchen wir es über die manuelle Eingabe zu.
Sechsen. Nee. Da muss ich da drüber gehen. Ich weiß das gerade gar nicht. Nee. Das funktioniert irgendwie noch nicht. Aber, wie gesagt, schon vorhin gesagt, das Ganze hier ist noch eine Alpha. Da kann's mal bocken, da kann's mal ruckeln. Versuchen wir es mit der manuellen Eingabe. So, wie war da jetzt? 3, 2, 2, 4, 6, 9. Mein Handy geht nicht. Mein Handy geht nicht. Ah! Wieso geht denn das alle Handy jetzt nicht? Mein Handy ist putt. Ah, ärgerlich. Das ist ja jetzt. Das ist ja jetzt richtig im Buchs gerade. Warum ist das so? Da bin ich noch irgendwie im Flugmodus oder so. Warte mal, Einstellung. Aha. Ton an, Ton aus. So. Flugmodus an und aus. Das hat auch geklappt. Jetzt hat die Nummer wieder rausgekriegt. Wie war das jetzt? 3, 2, 2, 4, 6, 9. Mein Telefon ist kaputt. Scheiße. Abgelehnt, abgelehnt. Ach nee, das ist nicht kaputt. Habe ich da noch einen Zahlendreher drin? Okay, also du kriegst kein Signalton. Warte mal, ey. Bitte, welches war das denn jetzt? War das das, ich glaube? So. Hatte ich das gehabt? Telefon. Jobs. War doch letztens noch ein Beitrag über das Taxiunternehmen drin. Wo ist er hin? Das ist jetzt ulkig gerade. Was haben wir denn sonst noch? Ist ja gar nicht. Aber wenn es heißt, Anruf abgelehnt, vielleicht ist auch einfach nur besetzt. 3, 2, 2. Das ist komisch. Das verstehe ich nicht. Abgelehnt, abgelehnt. I don't know. Versuchen wir es nochmal mit Vorwahl. Nope. Juti. Dann checken wir doch mal eben die Nummer gegen. Ob das Telefon überhaupt funktioniert. Das hatte er dreimal die zwei Weasel News. Auch nicht. Ich glaube, mein Telefon hat echt einen in der Pfanne. Jo, da müssen wir laufen, wa? Da geht's runter. Ich kann dicke Jacke ausziehen.
Da muss ich hin. Kupfer vergessen. Mann, Mann, Mann. Ja, aber so ähnlich war das damals auch. Raus aus dem Flughafen. Bus verpasst. Und Ende vom Lied, er durfte laufen. Da hinten wäre auch eine Treppe. Ja, gut. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie du hier als Fußgänger heil durchkommst. Beziehungsweise bin ich gerade am Überlegen, ob ich gleich mal einen Relog mache. In der Hoffnung, dass das Telefon dann wieder funktioniert. Ja. Entweder funktioniert das Telefon nicht oder ich bin einfach zu blöd. Wäre schön, wenn es nicht zweite Option wäre. Ja, aber man weiß es ja nicht so. Vor allem zum PD. Wo haben die hier das PD? Stuttgart. So. Ein Stück. Das ist jetzt die Frage, kann ich hier unten durchlaufen und dann müssen wir ausprobieren. Ja, und sonst so. Es geht ja schon wieder gut los. Da ist die Treppe. Ich sage ja, ich muss unbedingt diese Klamotten loswerden. Das ist so gar nicht Tito-Style. So überhaupt können das nochmal mit dem Telefon versuchen. Netz ist da. Nö. Tut sich nichts. Steht wieder abgelehnt. 1144, 1143. Okay. Ja, ach, ein bisschen joggen.
20 Minuten später. Jo. Mikrofon aktiviert. Hesse. F. Schönen guten Tag, Daniel. Kleinen Moment, ich muss mal eben noch. Oh. Etwas lauter sprechen? Ja, natürlich kann ich das. Ich muss aber eben zu Atem kommen. Oh, ruhig, Mensch. Ich muss hier rumkippen, ne? Es ist ganz schön warm draußen. Aha. So. Angenehm erstmal. Tarrant, mein Name. Mhm. Ich komme gerade vom Flughafen und wurde hier zu Ihnen gesendet. Okay. Sind Sie hergelaufen oder wie? Ja, irgendwie. Entweder habe ich eine verkehrte Nummer bekommen. Oder mein Handy ist kaputt, ich weiß es nicht. Das ist mir vor einem Flughafen einmal runtergefallen und seitdem muckt das ein bisschen. Oh, dann erlaube ich Ihnen einmal probehalber die 911 zu wählen. Da kann ich Ihnen sagen, ob das Handy kaputt ist oder nicht. Das ist lieb, das ist nett. Machen wir das doch mal so schnell, dann testen wir das. Wenn es klingelt, sage ich Ihnen Bescheid. 911. Okay, Ihr Handy ist nicht kaputt? Ich habe es gesehen. Och. Wunderbar. Dann vergleichen wir doch gleich mal die Nummer, kommen Sie. Jo. Gucken Sie mal ruhig. Kann natürlich sein, dass diese ganzen Taxis sind vormittags und mittags natürlich oftmals mit Krankentransporten und so weiter belegt, ne? Ach so. Das kann aber sein, dass man da die, relativ schlecht erreicht. Entschuldigung, irgendwie Frosch im Hals. Ja. Die Telefonnummer können wir mal kurz abgleichen, wenn Sie möchten. Ja, gerne. Das ist die 322. Moment, hier von dem Taxiunternehmen meinen Sie, ne? Vom Taxiunternehmen, genau. Ja, genau. 322 habe ich hier und dann 469. Das ist richtig. Okay, dann bin ich ja. Dann waren die einfach gerade nicht erreichbar. Ja, wahrscheinlich. Die Hotline überlastet oder ähnliches. Oh, sind ja doch einige mit mir zusammen im Flughafen gewesen. Ja, und auch in der ganzen Stadt, ne? Ja, ja. Vormittags haben sie ja die ganzen Krankentransporte, also zu den Arztpraxen und so weiter. Ja, Oma und Opa wollen ja auch noch einkaufen und so was. Genau, richtig. Großstadt Los Santos hat ja hier sehr viele Domizile für ältere Personen. Und auch ein sehr angenehmes Klima für die ganzen Rheumakranken, fürs Krampfadergeschwader und so. Ja, das ist wohl wahr. Also ich mit meiner Kellerbräune muss da echt aufpassen. Oh, da kann ich mitspielen, ne? Also, jo. Da kenne ich mich aus mit. Ja, wunderbar. Und Sie möchten hier, oder beziehungsweise Sie müssten hier einmal eine Personalakte, eine Personenakte so rum. Genau, so hat die Dame das im Flughafen auch erzählt. Das ist so richtig. Dazu könnten Sie mir einmal Ihren Personalausweis zeigen, bitte. Ja, natürlich. Müssen wir eben einfach kurz hier auf den Tresen legen. Da kriegen wir es hin. Die meisten Leute schmeißen mir den gleich so heftig an die Birne. Ach so, nee, das ist ja... Das muss nie sein. Das ist ja, ne? Das ist ja... So, perfekt. Bitteschön. Ja, Herr Tito Tarret. Tarret, beziehungsweise die friesische Variante Tarret. Tarret, okay. Gut, das werde ich gleich mal so eintragen. Ich muss mir das kurz notieren. Ich habe Zeit. Ich brauche jetzt nicht mehr da durch die Gegend joggen. Alles gut. Das ist manchmal etwas, ne? Puh. So. Woher kommt der Name denn, wenn ich fragen darf? Das ist Friesisch. Friesisch? Jo. Was ist denn Friesen? Friesien? Friseur? Nee, nicht wirklich. Das ist so, vielen Dank. Kein Problem. Das ist so eine kleine Kolonie in Deutschland. Ah, okay, verstehe. Ne? Wir grenzen uns aber allerdings vom restlichen Land so ein bisschen ab. So mit unserer Eigenart und so. Oh, das habe ich immer gehört, dass das tun da die, oh Gott, wie heißen die da, die mit dem Oktoberfest, Ach hier, die, wie hießen sie noch, also die ganz komischen Vögel, die versteht man ja überhaupt nicht. Ich glaube, welche Separatstaatler oder so. Bayern? Ich glaube Bayern oder so. Genau. Habe ich auch schon mal gehört. Ich war ja häufig in der Schweiz im Skiurlaub und sowas mit meinen Eltern damals. Da kriegt man natürlich ein bisschen was mit, ne, so Alpnähe und so weiter. Ja. Aber in Deutschland war ich jetzt zum Beispiel noch nie. Haben sie auch nicht viel verpasst. Ja, glaube ich auch. Also irgendwie scheinen ja eh alle Deutschen hierher zu kommen. Okay. Das muss in dem Land los sein, aber wir kriegen nie eine gescheite Antwort drauf. Sie sind wo geboren, wenn ich Sie fragen darf? Geboren ist er in Shortens. Das wird geschrieben S-C-H. S-C-H, jawohl. O-R-T-E-N-S. Shortens. Shortens. Ist das in Deutschland oder? Das ist in Friesland. In Friesland. Ist natürlich Deutschland, haben Sie natürlich recht, aber als echter Friese bestehe ich ja nun mal auf meine Wurzeln. Das ist so genehmigt, der Herr. Dann bräuchte ich einmal bitte Ihre Telefonnummer. Ja, das ist die, warten Sie, die 555 und dann die 64894. 64894, das ist ja mal eine schöne Nummer. Tjo. Können Sie mir einmal noch mal Ihr Geburtsdatum verraten? 7.7.80.
07.07.1980. Wunderbar, ein Kind der 80er, das mag ich. So, Ihre Einreise war dementsprechend am 24.06.2020. Mhm. Wohnort, ich denke, Sie sind hier nicht als Tourist, sondern als, Nee, ich wollte ja eigentlich sesshaft werden. Also Los Santos. Haben Sie hier Verwandte? Nein. Ha, Pech gehabt. Oh. Wieso? Sind Sie im Besitz eines ausländischen Führerscheines? Da mein Handgepäck immer noch am Flughafen liegt, kann ich Ihnen das gar nicht sagen, ob der mitgekommen ist. Normalerweise ja. Nee, also in Friesland darf ich. Da hat er Führerschein Klasse 3, ist das B? PKW, ich glaube. Oh Gott, damit kenne ich mich gar nicht aus. Ja, ich auch nicht. Dann für Sie einmal der Hinweis, Ihr Führerschein ist hier so oder so nicht gültig. Mhm. Wenn Sie sich ein Konto eingerichtet haben und dort $80 drauf liegen, können Sie den Führerschein übertragen lassen, nachdem Sie sich mal die STVO durchgelesen haben. Ah, okay. Ihnen werden nämlich ein paar Fragen gestellt, ja, die Sie nach Möglichkeit korrekt beantworten sollten. Oder klingt sonst sinnig. Ne? Ja. Das ist doch an Sinnhaftigkeit kaum zu überbieten, würde ich sagen. Genau, dann habe ich Sie darüber informiert. Welche Waffen haben Sie da mitgebracht? Bis auf mein loses Mundwerk gar nichts. Ja, das hört sich gut an. So muss das. Kennzeichen haben Sie dementsprechend auch keine, da Sie keine Fahrzeuge besitzen. Nö. Plötzlich. Wie viele Haftbefehle haben Sie aktuell offen? Gar keinen, soweit ich weiß. Sehr gut. Ach, Sie stellen ja Fragen. Ja, ne? Es muss alles geklärt werden. Ja, ja, verständlich, aber. Was ist denn Ihre berufliche Tätigkeit? Ich bin berufstätig als DJ. Als DJ, okay. Ja. Perfekt, dann habe ich das mal so eingetragen. Dann gucken wir mal, ob wir alles drin haben. Ja, mal gucken, ob er hier Fuß fassen kann. Ha, läuft. So, Akte ist erstellt. Oh, supi. Da ging ja fix. Ja, ab sofort sind Sie nicht nur ein Träger eines Ausweises, sondern haben auch eine wunderbare Personenakte bei uns. Yay! Dient nicht zur Überwachung, ist eigentlich hauptsächlich, falls man was sein sollte, falls wir Ihnen was übermitteln müssen, damit wir die entsprechenden Daten auch haben. Ja, perfekt. Ne? Falls Sie eben mal die STVO gelesen haben, das mit dem Konto erledigt haben, $80 beiseite geschafft haben, können Sie sich bei uns melden wegen Führerschein. Das steht hier am PD. Okay. Noch ein kleiner Tipp, so als kleine Starthilfe. Sie haben bestimmt vom Flughafen so eine Stadtkarte mitgenommen. Tatsächlich habe ich die bei einem weiteren Einreisenden gesehen, aber der wollte mir nicht erzählen, wo er die her hatte. So eine Spannerei. Warten Sie mal kurz. Wo haben wir die? Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ja. Ich renne ihn schon nicht weg. Ja, siehst du. Da ist er, Los Santos Einwohner. Oh, Kaffeeautomat. Gut, dann haben wir die Frage mit der Karte auch geklärt. Sehr schön. Und Telefon ist auch heil. So, dann kriegen Sie hier einmal Stadtkärtchen. Oh, das ist ja, ach, supi. Ja, wir haben hier sowas auf den Bänken auch rumliegen und so. Ach, klasse. Soll sich ja keiner nicht orientieren können hier, ne? Ja, deswegen, ich musste mir eben schon vom Flughafen auch so ein bisschen durchfragen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn Sie dann mal auf die Karte gucken, wir sind hier am LSPD, sind hier eingezeichnet, ne? Und ein kleines bisschen nördlich davon auf der Karte, ja, sehen Sie auch so ein Symbol eingezeichnet. Das ist das Department of Labor. Ach, hier dieser Computer. Genau, richtig. Jo. Dort können Sie Sozialhilfe beantragen und sich eine Sozialwohnung zuordnen lassen, falls nötig. Sich über offene Stellen informieren und falls Sie sich selbstständig machen möchten, können Sie sich dort auch informieren, wie das zu laufen hat. Ah, sehen Sie. Ja, ja. Ist ja top geregelt hier alles. Kleiner Tipp eben, im Vorfeld ein Konto eröffnen, weil falls Sie Sozialhilfe beantragen, müssen Sie dort eine Kontonummer angeben. Ja, das habe ich eben schon unterwegs am Automaten gemacht. Das geht ja hier komischerweise am Automaten. Das fand ich ja sowieso ganz toll. Ne? Das ist technisch mega fortschrittlich. Bis auf die Automaten hier im PD, die sind nämlich aktuell nicht angeschlossen. Oh, habe ich ja eben echt Glück gehabt. Nee, aber es war mir total unangenehm, mit meinem ganzen Bargeld durch die Gegend zu rennen. Das ist so, nee. Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Deswegen schnell einzahlen und dann recht dafür, ne? Ja, deswegen. Ich renne auch nicht mit mehr als $100 dagegen drum. Ich habe jetzt noch 50 auf Tasche. Das reicht gleich für einen Kaffee und vielleicht noch Zigaretten unterwegs. Ja, ausgezeichnet. Aber nicht so viel rauchen ist ungesund, ne? Ach, das hätte man mir vor 20 Jahren sagen müssen. Nur ist zu spät. Nur schon schwarz. Ja, zu spät ist nie. Oh, kaputt ist kaputt. Zu spät ist das nie. Jeder Tag, den Sie nicht rauchen, ist ein guter Tag. Oh. Aber ansonsten, solange Sie legales Zeug rauchen, sage ich gar nichts dagegen. Nö, nö. Ne? Fördert ja auch unsere Steuereinnahmen. Deswegen.
Ja, richtig. Wunderbar, der Herr. Kannst du jetzt noch was Gutes für Sie tun? Ausgezeichnet. Nö, genau, nicht wirklich. Also Fragen sind jetzt... Ich bin allgemein erstmal von dem Eindruck der Stadt ein bisschen geplättet. Es hat, ja, eine Großstadt, ne? Mhm. Das ist klar. Da ist man erstmal so ein bisschen überfahren von. Das kann man sich vorstellen. Wichtig ist, 3 Rufnummern, die Sie sich merken können. 911 die Polizei. Jo, die kann ich mir wirklich merken. Genau, die 912 ist das Medical Department. Auch die kann ich mir merken. Die 913 ist das Department of Labor. Okay. 911, 912 und 913. Also am wichtigsten, auch wichtig, nicht ganz so wichtig. Krieg da hin. Na, das hört sich doch gut. Perfekto. Ja, denn werde ich mich mal in Richtung diesem Department of Labor, oder wie das Ding da heißt, bewegen. Genau, richtig. Da sagen sie dann liebe Grüße, ne? Mhm. Und die sollen ganz lieb zu ihnen sein. Nee, sind sie immer. Sehr hervorragende Personen da und dann haben sie wenigstens schon mal so ein kleines bisschen auch Einkommen, ne? Nicht nur Ausgaben, das ist ganz wichtig, nicht, dass sie mir hier auf der Straße landen. Nee, das muss nicht sein. Ne, und wenn sie kriminell werden, ne, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Das ist eigentlich nicht meine Absicht. Okay. Außer ich werde wegen schlechter Musik angezeigt. Es kommt drauf an, was sie spielen. Definitiv kein Schlager oder so. Puh, nein, ich bin eher so Rockschiene, so, also zwischendurch auch ganz gerne mal ein bisschen stampfend im Hausbereich unterwegs. Okay, na, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, da werden sie bestimmt einer in der vielen Clubs hier auf Los Santos unterkommen. Ja, also ich bin aufs Nachtleben echt gespannt. Ich bin auch echt gespannt. Ja, ich schaff's nie so lange. Ich mache immer die Frühschicht oder ganz oft die Frühschicht und ja, abends um 10 liege ich im Bett und schneide vor mich hin. Ne? Ich wollte gerade sagen, da ist da nichts mit lange auf und so. Ja, wenn die Furzmulde nach einem schreit, dann geht's los. Mhm. Also, das ist ganz, ganz, ja, ich bin mittlerweile im Alter, da kann man mal früher ins Bett hingehen. Ja, ich kenne sowas. Ja, dafür fällt man morgens um 6 Uhr wieder raus und gut ist. Ja, so sieht das aus. Na, ausgezeichnet. Guti. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen auf alle Fälle für... Ach, doch nicht dafür. Die Willkommenskultur. Ja, das ist LSPD im Allgemeinen. Wir stehen für den Bürger ein und sind nicht dazu da, irgendwie nur drauf zu hauen. Okay. Ja, das gut, ist ganz, ganz wichtig. Gut zu wissen. Na klar, ja. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch im MD und beim DOL wird hervorragende Arbeit geleistet. Ganz, ganz nette Leute. Ja. Lass mich gleich mal überraschen. Ja. Wunderbar. Wenn Sie irgendwas haben, dann melden Sie sich bei uns oder beim entsprechenden Department. Mhm. Und ansonsten sind Sie in die Freiheit entlassen. Juhu! Ausgezeichnet, wunderbar. Ich wünsche Ihnen was, ne? Ja, ich Ihnen auch. Dankeschön. Bis dann. Tschüssi. Kann ich hier raus oder muss ich da vorne wieder raus? Sie können hier alle Türen nehmen, die Sie sehen. Ah, okay. Ja. Danke. Bitte.